Heidi ho, willkommen zurück hier bei Mario Party 1 auf der Minispielinsel mit mir, dem Papa. Wir waren zuletzt geblieben. Achso. Es ist nicht nach oben, es ist zur Seite, genau. Wir waren als letztes stehen geblieben hier in Welt Strich 7. Nee, ohne Strich. In Welt 7 Strich 1. Da kommt der Strich hin. Einarmiger Bandit. Das ist eins von den grünen Spielen. Halte die rotierenden Walzen mit einem Sprung unter dem Block an. Versuche dreimal das gleiche Zeichen zu stoppen. Hast du das Hutzeichen oder den Schatzhutzeichen stoppt, gewinnst du eine große Menge Münzen. Okay, ich muss jetzt eine Kombi erwischen. Normalerweise finde ich dieses Spiel gar nicht so schwer, weil du kriegst auf jeden Fall Münzen, egal was du triffst, wenn es nur eine ist. Aber es ist jetzt so ausgelegt, dass ich dreimal das gleiche Zeichen. Dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass ich das auch selber stoppt. Ich war mir noch nicht sicher, auf welches Zeichen ich mich konzentrieren soll. Ich meine, die Truhe sieht man eigentlich soweit recht gut. Warum bist du irgendwie so süffig glitschig, Controller? Ich glaube, ich muss dich mal abwischen. Oh oh, Feuerblume. Jawohl, ja! Und so, jetzt hier diese kleinen Münzen nochmal einsammeln. Finish! Eigentlich habe ich nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass ich das schaffe. Aber sehr schön! Ich hab's geschafft, auch schön. Bam, 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 bam. Nein, danke. Pflanzenhüpfen scheint da hinten erst zu kommen. Der Kirmeskran, okay. Mal gucken, was die Auflage ist. Du steuerst den Kirmeskran und musst einen Mitspieler greifen. Lass ihn in die Röhre fallen, um den Level zu beenden. Wenn du jemanden greifst, erhältst du ein Drittel der angezeigten Münzen. Oh, ich muss einen Mitspieler erwischen. Das... Naja. Am liebsten gehe ich bei sowas eigentlich immer auf eine Truhe. Ein Mitspieler kann sich natürlich auch wehren. Oh. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Münzen er hat. Er war einfach der Erste. Und ich krieg wie viel? 20 Münzen. Also wird er 40 gehabt haben. Sehr schön. Nur ich hätte damit gerechnet, dass es schwieriger wird. Nee, das ist erst dieses Röhrenlabyrinth. Nein, das wird auch ein bisschen schwierig. Weil ich soll bestimmt... Wenn sie bei dir ankommt, hast du den Level geschafft. schau dir das vorbeiscrollende Röhrenlabyrinth gut an und versuche und suche nach einem Weg, der direkt zu dir führt. Wenn das mal klappen würde. Selten so gut gelacht hat. Okay, Konzentrat. Mist. Konzentrar Mist.
So lang kam gar nichts. Und dann hier oben ist auf einmal alles so verwinkelt. Ah, nee, ich krieg's nicht. Peach kriegt's. Das ist natürlich, wenn man jetzt darauf hoffen muss, dass man seinen eigenen Ausgang trifft, ist es ein bisschen mies. Das Spiel. Man sonst ist es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Man bekommt dann 10 Münzen. Ja, gut. Einmal wieder konzentrieren. Irgendwie kriege ich das nicht mehr hin. Habe ich jetzt richtig geguckt oder nicht? Nein. Nein! Nein! Das wäre nämlich die Treppe gewesen. Na, ich krieg sie eh nicht. Ich stehe ganz links. Finish! Ich habe das irgendwie das Gefühl, das geht schneller hoch. Man konnte sich das ein bisschen besser angucken, hatte ich das Gefühl. Vorher sonst. Und jetzt hier rumzutricksen? Will ich jetzt auch nicht, euretwegen. Vor allem, so gut könnte ich das gar nicht, da ich es auf der Konsole spiele und nicht mit dem Emulator. Hier könnten mir echt noch die Versuche ausgehen. Wir könnten mir echt noch die Versuche ausgehen. Sakramente, ich habe diese Abzweigung nicht gesehen. Finish. Ich weiß jetzt, was er meint, damit die Spiele werden verdammt schwer. Wenn es alles jetzt diese Glücksspiele momentan sind, du hast gar nicht so groß die Zeit nachzugucken, wo du lang musst. Oioioioioioioi. Dip, dip, dip. Ich befürchte, ich muss gleich erstmal Leben sammeln. Habe ich richtig geguckt oder nicht? Jetzt bitte lass da noch eine Abzeichnung kommen. Ja! 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 Ich habe richtig geguckt! Darauf trinke ich mir jetzt einen Schluck. Finish. Schön unprofessionell im Video. Aber ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Und gehen wir weiter und... Okay. Kegeln. Ich dachte gerade, oder ist die Röhre gemeint? Nee, die Röhre hatten wir schon. Ach, Kiemiskran stellt die Röhre dar. Okay, gehen wir ein bisschen bowlen. Vermutlich muss ich werfen. Jetzt kommt's auf die Spielbahn an. Räume die 3 Pins der anderen Spieler ab. Wenn der Koopa die Panzer die Bahn verlässt, bekommst du einen Stromschlag und das Spiel ist vorbei. Ich muss alle 3 treffen? Das ist schwierig. Immerhin habe ich die einfache Bahn. Ich habe zu lange gewartet, jetzt sind sie zu weit auseinander, ich treffe sie nicht mehr. Finish. Ich habe zu lange gewartet. Ich hätte früher schmeißen sollen.
Und es dauert noch ein bisschen, bis die Schildkröte ankommt. Und dann hatten sie wieder Zeit wegzuspringen. Wenn ich ja alle drei auf einmal treffen muss, das ist... Das ist mies, wenn Peach nicht hinterherkommt. Mal gucken, wie viel Versuche ich brauche. Und ich muss auf jeden Fall auch demnächst mal Leben farmen. Oder Versuche. Nein! Nein, du blöde Peach schon wieder. Du standst so gut, Peach. Hättest du nicht mitfallen können. Hättest du mir nicht den Gefallen tun können. Okay. Immerhin habe ich die einfache Bowlingbahn. Es gibt auch eine schwierigere. Ich lasse ihn ein bisschen kurz hüpfen. Na, warte, wir kommen nicht weiter, das Schwein. Krieg ich nicht hin. Sagt mir, was ich da bitte schön machen soll, wenn die Figuren nicht zusammenspringen. Zwei Versuche noch und dann muss ich einen Cut machen, weil ich dann Leben brauche. La 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 ba da ba. So, und jetzt springt bitte alle schön zusammen auf einen Haufen. Und Peach, du Sau! Peach, du Sau! Finish! Ich bin gerade ziemlich bestürzt. Und Entschuldigung für dieses... für meine Begriffe hartes Wort Sau. Aber es überkam mich einfach gerade so. Der letzte Versuch. Der letzte Versuch, Lila. Wie stehen sie und wie springen sie? So. Wenn Mario jetzt noch ordentlich rüberspringt. Finish! Katze, du wirst jetzt großgeknuddelt. Ja. Ich gehe jetzt erstmal ein Leben farmen. Wir sehen uns dann weiter, dann wieder.